Ja, genau, jetzt bist du live. Ja, du bist live. Deine Stimme wird, glaube ich, nicht übertragen. Nee, deine Stimme wird nicht übertragen. Na, du musst eigentlich nur versuchen, deine Hände aus dem Bildschirm zu halten. Wie jetzt, meine Hände sind jetzt im Bildschirm oder einfach nach unten lassen. Guck, genau, einfach nach unten an deinem Körper, dann sind die unten und weißt du, wie man fliegt? So jetzt, wenn du schnell fliegen willst, du hast jetzt deine Hand, du drückst auf die Taste, die ich dir gesagt habe. Genau, und dann kannst du ganz schnell nach vorne drücken, also, oh fuck, ich werde teleportiert. Oh. Nein, 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 nein. Ja, dann gehst du gar, also dann kannst du, wenn du fliegst, ganz langsam nach vorne gehen und dann wirst du immer schneller. Also, du musst auch mit. Ja, und genau, und dann wirst du immer schneller, immer weiter, wenn du nach vorne gehst. Ja, dann hast du einfach deinen Controller bei dir und dann kannst du ein bisschen nach vorne und kannst ihn dann noch nach hinten. Also das ist eigentlich so, und dann wirst du immer langsamer und dann kannst du wieder zurück. Also guck genau so langsam ungefähr. Und wenn du wieder zurück willst, nimmst du einfach nur deine Hand, machst so und also im nächsten Bildschirm. Also so einfach geht das. Oder nach unten, ja, genau. Ja. Ja, so spiele ich eigentlich dann jeden Tag, wenn ich dann hier bin. Also ist Gewöhnungssache, ne? Ja. Oh, ei, ei, ei. Ja, in der St Wieso ist das so spät? Wieso ist das so spät schon, hä? Nein, in der, auf der, nee, auf der Uhr ist es falscher, ist es 2 Stunden vor. Ein, zwei, zwei, ja, genau, 2 Stunden. Ja, ich hab ein neues Outfit. Hat dann wird der Auftritt heute auch später. Super, passt. wenn du auf Viereck drückst. Genau, also du kannst eigentlich. Wenn du jetzt Viereck drückst, kannst du hier deinen Finger. Also wenn du mehrmals 30.000 Mal. Also. Ja, oder wenn du T drückst hinten, dann kannst du eine Faust machen und dann kannst du so hier. Dann kannst du hier so. Na, du kannst es auch ausstellen. Du gehst jetzt auf deine Uhr. Warte mal, da kannst du Dreieck drücken, das ist oben rechts. Drück mal Dreieck. Na, du bist auf, gehst auf deine Uhr, dann geh mal auf deine Uhr, dann drück, ja, wenn so offen ist, geh mal auf deine Uhr, drück drauf. Ja, jetzt, dann drück Dreieck, also oben rechts die Taste Dreieck. Nochmal. Du bist auf deiner Uhr, ja? Dann kannst du die ja so haben, dann kannst du damit so rumlaufen, oder du drückst Dreieck, dann bleibt das so stehen, guck. Nee, aber das geht eigentlich so, das geht eigentlich auf der PS4. Du kannst das machen. Also du hast die Uhr jetzt und dann drückst du Dreieck, oben rechts die Taste bei deiner Uhr. Nicht auf der Hand, sondern auf der Hand. Auf der Hand, da wo die Uhr ist, drückst du dann Dreieck. Warte, du musst sie aufmachen. Mach mal deine Uhr auf. Dann drückst du jetzt Dreieck. Dreieck? Oben rechts? Genau. Du darfst. Ja, und jetzt, genau. So, jetzt hast du deine Uhr so und dann kannst du alles machen. Dann kannst du schnell schreiben und was weiß ich.
das was machen. Also das ist... Was ist das denn? Was hast du denn für eine Stimme? Was hast du denn für eine Stimme, sag mal? Was hast du denn für eine Stimme? Du klingst ganz anders. Ja, aber du klingst... Hallo, Micha! Warum kommst du... Warum kommst du mit PS4 rein? Ist doch ein Abstieg. Ja. Aber die PS4 ist von seinem lebensgefährten Freund irgendwas... und die Motion Controller hat er irgendwo anders geliehen, habe ich verstanden. Jetzt hat er neue gekauft, die PS4 und die PlayStation VR hatten sie. Und also er hat nur die Motion Controller verkauft, mehr nicht. Gekauft, mehr nicht. Der klingt voll fremd, ey. Du klingst völlig fremd, eklig. Schnell weg. Hä, wieso denn? Du klingst doch nicht anders. Doch, der klingt ganz anders. Nee, bei mir nicht. Glaube ich zumindest. Oder ich bin aber einfach... Ja, natürlich ist PS4 eine niedrige Auflösung. Ich weiß. Ich sehe die... Guck mal, geil, guck mal an die Dartscheibe. Guck mal, siehst du die Zahlen? Nee, ne? Doch, die sehe ich hier glasklar von hier hinten noch. Von hier immer noch. Von hier immer noch. Ja, bei mir auch. Oh mein Gott. Weißt du, wie du dich anhörst, Jens? Wie Sascha. Wie Sascha. Ja, wie der Sascha. Ja. Ja, aber du klingst jetzt wie Sascha. Ja, totaler Rotz. Also ich kann die Zahlen... Hier, die Zahlen von hier auf der Dartscheibe. Kann ich von hier alle sehen. Ja, weiß ich nicht. Die Auflösung bei der PS4 ist ja auch scheiße. Aber ich habe ja die PS4 Pro gehabt. Das ist ja alles anders. Der war ja noch etwas besser. Also wenn du jetzt wieder... Ja. Geili. So, wenn du jetzt wieder raus willst aus dem VR-Modus, musst du jetzt lange gedrückt halten. Unten bei der VR die Taste. Da, wo du sie anschaltest. Bei der VR die Taste hier, VR. Nicht Controller, VR, was du auf dem Kopf hast. Auf dem Kopf, was du auf dem Kopf hast. Die VR. Die Brille. Da hast du doch unten, du hast doch die unten die Taste, da wo man sie anschaltet. Und die musst du jetzt lange gedrückt halten und dann gehst du raus aus dem VR-Modus. Dann kannst du wieder mit deinem normalen Controller, also mit dem